So, liebe Freunde, ab geht die Postkutsche. Wir haben das nächste Rennen und es ist das letzte Rennen hier vom Twin Cup in der Saison 2019. Herzlich willkommen, Roger Plath, die beiden Herrschaften, die hier diese ganze Serie, den Twin Cup und die GSX-R 1000-Sache organisieren, durchführen und managen. Die haben sich reingeteilt in die Moderation. Roger bringt natürlich genauso so einen Bierdeckel mit hier, um die Punkte uns mitzuteilen. Erst einmal herzlich willkommen. Letztes Rennen des heutigen Tages hier dieser Klasse. Also das letzte Rennen in der Saison natürlich, nicht am heutigen Tag. Und Tim Holz stand auf Pole Position vor Daniel Bergau. Kevin Wüst auf der zweiten, dritten Position. Pascal Lenz, Kevin Mattfeld, Ewald Buck und Marco Schneider auf 7 in der dritten Reihe, dann Timo Krüger auf 8 und 9 Sven Busmer. Also, wir hatten heute, beziehungsweise am gestrigen Tag, waren die Jungs ja schon unterwegs im Qualifikationstraining und heute bereits am morgigen Tag Riesenfeld. Riesenfeld, also ich muss wirklich sagen, ich war erstaunt, Roger, wie viel ihr auf die Beine gestellt habt. Das waren 42 Starter. Und das ist für so eine Sache eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das erste Rennen des heutigen Tages, das gewann Tim Holz vor Kevin Wüst und Kevin Mattfeld. Daniel Berger wurde Vierter, Nick Filler Fünfter, Thomas Deisenhofer Sechster und Marco Schneider auf der siebten Position, gefolgt von Steven Busemer, Pascal Lenz und Ewald Buck. Da haben wir die ersten 10. So, bei uns geht's gleich los. Die Jungs kommen aus der Warm-up-Runde zurück, werden also hier in diesen ganzen Pulk starten und Aufstellung nehmen. Ja, wir können nur eins sagen, wir hoffen, dass alles gut geht. Wünschen den Jungs alles Gute für das letzte Rennen der Saison. Ja, erstmal guten Tag, herzlich willkommen. Danke, Fulk, dass ich da sein darf bei dir, Bernd. Und ja, die Bereicherung, denke ich mal, ist zu sehen. Ja. Viele, viele Starter haben wir am Start hier. Die rote Flagge ist draußen. Hinten sehe ich schon, die grüne Flagge ist jetzt durch. Jetzt geht es zum Start. Alle haben ihren Platz gefunden. 42 Leute sind dabei. Also wirklich volle Starterfelder. Ja, und das war ein geiler Start von Kevin Wüst, so wie ich das gerade gesehen habe. Der kam also gut weg, aber die erste Reihe allesamt recht gut. Ja, ja, der Wüst führt das ganze Ding an. Guck mal an. Kevin führt an, gefolgt von Tim Holz. Ja, also, wie gesagt, das ist natürlich immer ziemlich kompliziert hier, dieser Start bei über 42 Fahrern, die hier am Start sind und vor allen Dingen die ersten Kurvenpassagen zu bewältigen. Jeder versucht natürlich in den ersten Kurven zu weit als geht. So, das erste Manöver, ganz, ich würde nicht sagen, das erste Manöver ist schon passiert. Tim Holz wurde, jetzt hat er so ein bisschen zurückgekämpft. Der Tim auf erster Position, wie ich sehe, ganz knappe Kiste, aber der Kevin Wüst ist hinten dran, ne? Gefolgt, dritter Position, Pascal Lenz. Ja, wir müssen dazu noch schnell sagen, 14 Runden werden hier gefahren. 14 Runden stehen also hier auf der Uhr. So, fällt bei uns bereits hier ausgangs der Sachskurve. Dann ist das das Zeichen, die ersten gleich hier bei uns vorbeikommen. Tim Holz, Kevin Wüst, Pascal Lenz, Daniel Berger hat eine Position verloren hier. Der Berliner auf der 4, dann 5. Kevin Mattfeld, Thomas Deisenhofer, Steven Busemer, Marco Schneider auf 8, 9. Sascha Tau und Timo Krüger auf der 10. Position. So, Informationen von der Race Control, alles Paletti. Kein Jumpstart hat es hier gegeben, also alle haben hier einen guten Job in der ersten Runde bereits getan. Ja, Roger, Meisterschaftsstand, das ist die große Frage. Das ist die große Frage, bei uns steht schon fest, der Meister ist hier schon gekürt, das ist der Tim Holz. Überragend ist er gefahren die ganze Saison.
Nichtsdestotrotz, der zweite Platz ist noch völlig offen. Da können noch mehrere dabei sein, nicht? Und wenn ich auf meinen schlauen Zettel gleich gucke, ist der Pascal Lenz punktgleich mit dem Deisenhofer auf der Kawasaki, also Yamaha Kawasaki, und der Daniel Bergau mit 120 Punkten ist auch ganz knapp dran. Also da ist noch nichts entschieden. Ja, da hoffen wir natürlich hier, dass in dieser, es wird ja hier entschieden in diesem Rennen, denn das ist ja das letzte innerhalb der Saison. Und ja, ich finde, es ist eine tolle Sache. Du hast, wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, Roger, die ganze Sache ist ja komplett geöffnet worden. Also ist nichts mehr mit nur mit Gladius oder sowas, was wir in den vergangenen Jahren hatten, was auch sehr gut besucht gewesen ist, überhaupt keine Frage. Aber man hat ja jetzt hier im vergangenen Jahr die ganze Kiste komplett geöffnet. Da ist Yamaha mit dabei, da ist Kawasaki dabei, da ist Suzuki dabei. Und das ist natürlich doch ein gewisser Anreiz, den man hat, hier mitzumachen. Auf jeden Fall, man sieht es, dieses riesengroße Starterfeld, was es hier gibt. Es macht sehr interessant, die ganze Geschichte. Klar, drei Marken dabei, Kawasaki, Yamaha und Suzuki, du hast angesprochen. Und wir haben es auch gestern wieder gesehen, alle drei Marken auf dem Podest. Genau das wollen wir. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß, auch für die Zuschauer und für die Fahrer. So, Pascal Lenz und Daniel Bergau, die beiden haben sich ja mächtig die Kante gegeben. Also Pascal Lenz jetzt auf 4. Kevin Mattfeld vor auf die dritte Position und Daniel Bergau, der hat wieder eine Position verloren in dieser gefahrenen zweiten Runde. Daniel Bergau kommt hier bei uns auf der Position Nummer 5 des Weges. Das ist der Mann mit der Kawasaki, der Berliner, mit der Startnummer 11, der alles schon gefahren ist, was zwei Räder hat. Und wir freuen uns, dass der Daniel Bergau auch hier jetzt in diesem Cup fest eingeschrieben ist. Roger, denke dran, wir haben vorher aber vor zwei Jahren immer gesagt, schon wieder ein Gaststatter, schon wieder ein Gaststatter. Schreib dich doch endlich mal ein. Gott sei Dank, jetzt hat er es gemacht und ist bei der Musik auch vorn mit dabei. Ganz klar. Kevin Mattfeld, dritte Position sehe ich gerade. Das ist sein Wochenende, gestern auch ganz, ganz stark gefahren. Schnellste Rennrunde abgeliefert, heute wieder mit dabei. Wie gesagt, dritte Position, jetzt letzte Runde 1:41,7. Die Spitze, Tim Holz, fährt 1:41,2. Also er ist dran und er wird es wieder wissen jetzt im zweiten Lauf. Ja, heute die Vorbereitungen für die Saison 2020 haben wir gehört. Gestern war ein großes Industriemeeting. Die sind im vollen Gange und im vollen Gange ist auch der Kampf an der Spitze hier. Oh. Kevin Mattfeld im Windschatten von Kevin Wüst, aber es reicht noch nicht ganz. So, Daniel Bergau ist wieder vorbei an Pascal Lenz. Guck dir das mal an. Damit haben wir jetzt hier den Daniel auf der 4 und Pascal Lenz auf 5. Marco Schneider auf 6, Thomas Deisenhofer auf 7, 8er Sven Busemer, Sascha Tauer auf 9, 10er Nick Filler und Timo Krüger auf der 11. Position. Kevin Mattfeld war ganz kurz vorbei an unserem Kevin Wüst, musste aber weit gehen und wurde wieder zurückgeholt. Also Kevin Wüst wieder auf der 2. Position. Ja, also wie gesagt, gestern gab es ja viele, viele Diskussions. Grundlagen über die Saison 2020 und ich glaube, dass ihr mit euren beiden Cups, ihr seid ja diejenigen, die das Ding mit organisieren, wieder mit dabei sein werden, Roger. Das hoffen wir, die Zeichen stehen gut und wie gesagt, volle Starterfelder bringen wir mit. Ja. Die Warteliste ist reichlich gefüllt und wir freuen uns auf ein Jahr 2020. Ups. Da wird ordentlich gefeitert, der Kevin will unbedingt an dem Kevin vorbei. Beziehungsweise die Kevins machen es unter sich aus. Ja. Aber es geht ja heiß her. Jetzt biegen sie ein die Sachskurve. Kevin vorn. Kevin Wüst. Muss man dazu sagen. Wie gesagt, Tim Holz, dem fällt in Alt bereits 3,4 Sekunden. Das war gerade ein abgefangener, aber ein richtig abgefangener Slide von Daniel Bergau. Daniel Bergau. Heißer Ritt. Der hat schon mal so einen heißen Ritt gemacht. Denke mal an Zolder, wo uns das Herz stehen geblieben ist. Genau. Auch ja. In der zweiten Gruppe sehe ich gerade, wird gut gefightet. Die Jungs haben überall Spaß, sei es im vorderen Feld, Mittelfeld oder hinten. Jeder findet seinen Partner, wo er sich ordentlich betteln kann. So soll es auch sein bei uns. Ja. Ja, respektvoll 1:41er Rundenzeiten für den Führenden, für Tim Holz. Dann haben wir noch eine 42er Zeit vom Daniel. Daniel Bergau mit einer 42,8, 43er Zeiten für die beiden Kevins. Genau, Daniel Bergau ganz hinten dran an Kevin Wüst, der dreht sich auch gerade um. Schaut schon, wo der Daniel Bergau bleibt.
Aber nichtsdestotrotz, jetzt läuft er wieder auf Kevin Mattfeld auf. Und das ist eine richtig geile Kombo hier vorne. Die geben sich ordentlich. Aber da Kevin Mattfeld kann sich absetzen, wie es aussieht, hat schon ein bisschen Vorsprung rausfahren können. So, wir sind in Runde Nummer 14, stehen also hier bei uns bei diesem Twin 700er Cup noch auf der Uhr. Ja, wie gesagt, diesen Daniel Berger, den sollte man nicht unterschätzen. Der versucht immer wieder hier eine Attacke zu reiten. Holz, Mattfeld, Wüst, Bergau, Lenz, Deisenhofer, Schneider, Tau, Filler, Busemer, Krüger und Burg. Da haben wir die ersten 12. Das wird nochmal eine ganz enge Kiste in der Meisterschaft. Der dritte Platz wird noch ausgefochten, wie gesagt, zwischen Deisenhofer, Bergau und Wüst. Und da ist jetzt auch entscheidend, wo sie ankommen und welchen Platz sie in der Meisterschaft einnehmen. Ja, wir haben ja hier, Roger, das internationale Punktesystem auch gelten. 25 Zähler bekommt der Erste. Und der 15. ein einziges Pünktchen. So, Abstand von Tim Holz auf seine Verfolger, mittlerweile angewachsen auf 3,1 Sekunden. Also Tim Holz fährt wirklich eine eigene Klasse. Der Junge hat dieses Jahr so gut abgeliefert, muss man einfach sagen, herausragend. Ja, nichtsdestotrotz, Kevin Mattfeld setzt sich ja stark durch, an zweiter Position liegend. Und die Kawas hinten, die drücken ordentlich. Also kann man durchaus sagen, jetzt Roger, Tim Holz, verdienter Meister der Saison 2019. Ganz klar. Okay. Vielleicht noch zur Technik ein bisschen was. Wir haben ja bei diesen Twin 700ern, was das technische Reglement anbelangt, no Probleme. Also kein Tuning von Motorrädern, überhaupt nicht. Wir haben einheitliches Reifensystem. Wir fahren alle Dunderbreifen. Gibt es sonst noch irgendwelche Besonderheiten, die man hier erwähnen müsste, um diese Klasse einmal zu präsentieren? Also ganz klar, wir wollen Chancengleichheit schaffen. Ja. Das machen wir natürlich auch mit einer Motoranpassung. Die Suzuki laufen komplett original. Bei den Kawasaki und bei den Yamaha muss man ein bisschen was tun, dass die auf dem gleichen Level sind, alle Mann. Aber wie gesagt, Chancengleichheit ist ganz wichtig bei uns. Bei uns, der Fahrer entscheidet nicht, das muss. Und entscheidend ist natürlich auch, man sieht es an der großen Anzahl der Starter, die Geldbörse entscheidet auch mit. Denn das ist noch eine Serie, wo ich mal sagen kann, das ist zu finanzieren. Ganz klar. Nichtsdestotrotz darf man auch nicht vergessen, was neben der Strecke passiert, im Fahrerlager. Ja. Es herrscht ein Family Spirit, das ist unglaublich. Die Jungs haben so viel Bock. Jeder hilft jedem, wenn irgendein Sturz passiert ist, sind sie dabei und helfen sich, wie gesagt, selbst und jeden anderen auch, auch den Konkurrenten. Und die Leute, die Jungs, die leben den Rennsport einfach. Ja, das ist ja das, was wir in Sachen Racing, in Sachen Motorsport auch wollen und unterstützen. So, der Daniel Berger hinten dran am Kevin Wüst. Der versucht es immer wieder, der attackiert immer wieder. Aber der Kevin Wüst hat einfach mal 20 oder 30 Kilo weniger als Daniel Berger. Und das macht sich schon bemerkbar. Ja, klar. Ja, ganz klar. Im Windschatten hinten dran schafft er es, aber vorbei ist eine andere Nummer. Bremst sich auch wieder rein in das Stadtziel. Aber kommt nicht ganz vorbei.
Tim Holtz souverän in Führung mit einer 1,41,5. Macht das ganz souverän. Ja, der hat das, die Meisterschaft natürlich in der Tasche, aber als echter Racer möchtest du natürlich dann immer auf dem Podium ganz oben stehen. Und ich glaube, wenn die jetzt wirklich sagen, okay, wir machen jetzt richtig langsam, beziehungsweise nehmen hier die Booster raus, das ist auch nicht unbedingt immer das Wichtigste. Also hier macht definitiv keiner langsam. Die Jungs haben alle einen rostigen Nagel im Kopf, haben ja super viel Spaß am Fahren. Ja. Und ich denke mal, Jungs, in der Auslaufrunde wird es auch nochmal richtig spannend werden. Da haben sie schon was vorbereitet. Und da, bitte sitzen bleiben, guckt einfach zu, das wird eine richtig geile Nummer. Ja, es gibt ja euch, bei euch bei der Siegerehrung gibt es auch immer so ein schönes Ritual, was immer sehr laut ist. Das hat sich schon etabliert, unsere eigene Nationalhymne. Ja. Die Motoren lassen wir aufrollen und das kommt einfach super gut an. Und die Jungs haben, wie gesagt, Spaß, die Zuschauer haben Spaß. Genauso soll Motorsport sein. Also, bevor es zum Boxenstopp geht für euch alle, bevor wir zum Pitwalk gehen, bleibt noch mal ein bisschen auf den Plätzen sitzen. Denn unsere Jungs hier aus dem Twin Cup, die haben eine richtig geile Show vorbereitet. Ich darf jetzt noch nichts sagen. Da sagt der Roger, dann wenn sie in der letzten Runde sind. Genau, stellvertretend für alle Fahrer hat der Mirko Skyder, welcher auch Fahrschullehrer ist, sich was überlegt. Und die Jungs, wie gesagt, haben was Tolles vorbereitet. So, Halbzeit ist vorbei. Wir haben noch 6 Runden hier bei uns in dieser Klasse zu fahren. Wir freuen uns ganz besonders über das tolle Live-Timing, was ich hier sehen darf und genießen darf. Wunderbar, wenn wir das jedes Mal hätten, wäre das eine ganz geile Sache. Ich weiß, draußen schauen die Jungs und Mädels zu, die nicht dabei sein können. Auch einen schönen Gruß an meine Freundin, die ist auch dabei, die sagt, Mensch, ich kann nicht vorbeikommen, guck mir das aber gerne mal an. Und es ist eine tolle Sache. Wenn wir das mal hätten, gut ab, das wäre echt toll. Ja. Zum ersten Mal hat man es ja auf dem Nürburgring im Rahmen der Superbike-Geschichte, also mit dem Superbike, wo wir im Rahmen des Drag Grand Prix gewesen sind. Da haben wir es zum ersten Mal ausprobiert, hat wunderbar funktioniert. Und hier zum Saisonfinale haben wir gesagt, okay, wird nochmal gemacht mit allen drum und dran. Und ich glaube, das kommt auch bei unseren Zuschauern und bei unseren Zuhausegebliebenen, muss man ja dazu sagen, recht gut an. Ich hoffe, es wird ein fester Bestandteil dessen. Unser Erster am Feld, der Nick Filler. Auch diesmal erstmalig dabei, die ganze Saison gefahren. Jetzt an 6. Position, wie ich sehe. Mit der Startnummer 4, auch ganz starke Leistung, der junge Kerl. Und wie wir sehen, nehmen wir auch die Stellung der Jugendförderung ein bisschen eigentlich mit unserem Cup. Ja. So, der Kevin Mattfeld kann sich ein bisschen absetzen, wie ich sehe. Auch Kevin Hughes hat sich jetzt ein bisschen gelöst von Daniel Bergau, gefolgt von Pascal Lenz auf der 5. Position. Also wieder ein bunt gemischtes Feld. Noch 4 Runden zu fahren. Jetzt geht es bereits an Überrundungen. Ja, das ist natürlich dann eine schwierige Sache, wenn hier du auf die Überrunden fällst. Blaue Flaggen werden hier vorbildlich gezeigt, Roger, aber die Jungs können sich nicht in Luft aufwischen. Das ist die andere Seite der Medaille, aber das funktioniert gut hier. Die haben Platz gemacht und ja, passt. Ja, der Abstand ist ein klein wenig geschrumpft zum Spitzenreiter. Also Kevin Mattfeld hat da wohl richtig Druck gemacht, meine kurze Zeit. Wir waren da schon mal bei fast 7 Sekunden, da sind wir jetzt bei 5,6 Sekunden. Also da hat es einen weggehauen.
Da hat es einen Abflug gegeben. Nichts passiert. Das ist der erste Sturz in dieser Rennung. Hörst du das? Der Fahrer steht, ganz wichtig. Jawohl, Startnummer 57 ist das. Das ist unser Markus Schneider. Der ist leider gestürzt, aber alles soweit okay. Ja, kommt jetzt die offizielle Bestätigung. Startnummer 57 gestürzt. Fahrer ist okay. Ja, jetzt heißt es ein bisschen auseinander, Roger. Guck dir das an. Über eine Sekunde jeweils die Abstände zwischen Bergau, zwischen Wüst. Tim Holz, Kevin Mattfeld, Kevin Wüst, Daniel Bergau, Pascal Lenz, Sascha Tau, Nick Filler, Thomas Deisenhofer, Ewald Hug auf 9, 10. Timo Krüger. 11. Tobias Frost und Sven Busemer auf der 12. Position. Ja, da hat man die Plätze wieder mal getauscht. Da ist Nick Filler vorbei an Pascal Lenz. Lenz jetzt hier auf 7. Ja, Pascal, letzte Durchfahrt mit 1,44,2. Nick Filler mit 1,42,8. Das hat ihm einen Platz gekostet. Der Kevin Mattfeld derzeit auf dem sicheren 2. Platz, kann sich da auch gut absetzen. Kevin Wüst auf 3. Daniel Bergau muss es leider ein bisschen abreißen lassen. Ja, das sind jetzt schon 2 Sekunden und mehr. Also, und wir haben im Endeffekt, wenn ich mir das anschaue, wenn die Fahrer hier bei uns vorbeikommen, noch ist die große 3 draußen. Dann geht es gleich hier bei uns in die vorletzte Rennrunde. Und die Zahl 2 ist da. Also vorletzte Runde ist eingeläutet hier beim letzten Rennen des Twin 700er Cups in der Saison 2019. So, wenn die Spitzengruppe bei uns hier bei Start und Ziel auftaucht, dann beginnt hier die letzte Rennrunde. Dazwischen natürlich einige Kollegen, die bereits überrundet wurden. So, letzte Runde ist eingeläutet hier in diesem Falle für den Führenden, für Tim Holz, der Start und Ziel passiert hat. Kevin Mattfeld ist durch. Kevin Wüst und auch unser Daniel Berger, auf den warten wir noch, da ist er. Also, die ersten 4 haben bereits hier die Linie passiert. Es geht in die letzte Runde.
Ja, und es ist das letzte Rennen dieser Art in der Saison 2019. Gibt es eine große Abschlussparty? Abschlussparty gibt es natürlich. Einmal heute Abend, ganz klar. Ab 20 Uhr oben auf dem Dach. Und natürlich haben wir noch mal eine extra Abschlussparty intern wieder. Im November wird die stattfinden für den GSXR Cup und für den Twin Cup. Dort werden die meisten natürlich auch noch mal gebührend gefeiert. Tim Holz kämpft sich durch. Klaus hier vorbei, einen Überrundeten in der letzten Runde. So, das schwarz-weiß karierte Tuch liegt bereits auf Position. So, Tim Holz. Ja, da ist er durch. Ist durch. Erster Platz für den Tim. Kevin Mattfeld hat ebenfalls die zweite Position hier passiert. Kevin Wüst ist ebenfalls noch mit auf dem Podium. Daniel Berger auf Rang Nummer 4. Gefolgt von Nick Filler, Sascha Tau, Pascal Lenze, Thomas Deisenhofer und Timo Krüger. Und Ewald Buch. So, jetzt bist du dran. Jetzt musst du das Geheimnis lüften, was jetzt in der letzten Runde passiert, mein lieber Reutscher. Ja, erstmal haben wir die Meisterschaft ganz klar nochmal klarstellen. Pascal Lenz hat den zweiten Platz, den Vizetitel eingefahren und der Thomas Deisenhofer den dritten Platz. So, jetzt gleich werden die Jungs sich schön formieren, werden sich sammeln und der führende Tim Holz wird die Meute anführen und in die Sachskurve begleiten. Und dann gibt es ein richtig kräftiges Feuerwerk. Es wird rauchen, es wird qualmen, es wird laut. Also Jungs, seid gespannt, es wird eine richtig geile Show werden. Okay, dann sagen wir ganz herzlich, Roger, Dankeschön. Viel Spaß für die Saison 2020. Die Vorbereitungen, die werden ja garantiert durchgeführt. Wir werden auch mit der IDM in Sachen Messen einiges machen. Das haben wir beide ja schon mal zusammen gemacht. Und ich hoffe, dass da auch wieder einiges in grünen Tüten passieren wird. Ich wünsche euch, dem ganzen Team, alles, alles Gute. Danke für den Job, den ihr gemacht habt. Und ja, wir hören und sehen uns wieder 2020. Alles Gute für euch. Grüßt den Rest der Welt. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften, dass wir die EM bereichern durften. Und ich hoffe, das können wir auch im nächsten Jahr wieder durchführen. Schön wär's. Und euch viel Spaß bereiten. So, gleich geht's los. Die Jungs formieren sich schon. Alle freuen sich hier, feiern die Saison, sind froh, dass es vorbei ist, mit einem Weinen und mit einem lachenden Auge, ganz klar. Aber jetzt geht's gleich los. Die Jungs formieren sich, wie gesagt, schon. Guck an, da herrscht Ordnung. Der Chef vorneweg, der Meister. So soll das sein. Toll. Also, die Vorbereitungen werden getroffen. Der Meister zieht sein neues Hemdchen an. Auch das gehört dazu. Alles okay, alles paletti, alles wunderbar. Also, Freunde, da drüben auf den Tribünen, jetzt geht gleich die Party richtig los. Bleibt bitte sitzen, bleibt alles da. Und schaut euch an, was die Crew hier des Twin Cups alles für euch vorbereitet hat. Da ist also jede Menge Action dabei und für jeden wird es hier, ich sag's mal so, ein kleines Feuerwerk der Extraklasse geben. Ganz klar. Gerade eben gesehen, Kjell Philipp Hahn mit der Startnummer 19, Fanclub mitgebracht. Super geile Show. Ich freue mich. So, Jungs legen los. Gleich geht es in die Sachskurve und ihr könnt gespannt sein. Ja, Roger, ich muss es mal so sagen, hier herrscht noch Ordnung. Alles gut durchorganisiert, ne? So sieht's aus.
So, jetzt wird's wild, angeführt von Tim Holz, unseren Führenden. Man parkt ein, um sicherlich etwas Qualm zu erzeugen jetzt. Ganz klar. Die Jungs wollen auch was zurückgeben an die Zuschauer. Die finden das so geil, dass sie vor Publikum fahren dürfen. Und sie wissen auch darum, dass es nicht selbstverständlich ist. Ja. Also, feuert die Jungs an, gebt alles. Die freuen sich wie Bolle. Attacke. Und es gibt sogar ein Feuerwerk. Gigantisch. Sowas gibt es nur im Twin Cup. Ja. Wir hatten aber, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, so eine Sache auch früher mal beim anderen Cup, den es leider Gottes nicht mehr gibt, den man wegrationalisiert hat. Denk mal dran, Roger. Hier in der Kurve hatten wir den Yamaha R6 Fanclub. Und die Jungs, was die abgezogen haben, das war genauso eine feine Sache wie das hier. Ganz klar. Also vielen Dank, dass Sie dabei sein durften. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder. Und vielen Dank an die Zuschauer. Noch einen super schönen Tag da draußen. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich, Roger, dass du hier oben gewesen bist. Wir sagen jetzt unseren Zuschauern, jetzt ist das Spektakel auf der Strecke erst einmal vorbei. Bei uns geht es weiter hier mit dem Pitwalk. Also Pitwalk ist angesagt hier. Alle haben die Möglichkeit, sich das Fahrerlager mal anzusehen. Man muss nicht extra Eintritte zahlen, man kommt durch den Tunnel einfach hier herein, schaut sich das Ganze noch einmal an und wir machen dann weiter hier. Pünktlich um 14 Uhr, da gibt es einen Corso von Honda, der angeführt wird von keinen geringeren als Stefan.